Ja, liebe Trainerkollegen und auch liebe Spieler, ich habe jetzt mal so ein paar Fragen gesammelt. Ich werde das mal so chronologisch abarbeiten. Die erste Frage kommt von einem Spieler. Das ehrt mich natürlich, weil er natürlich vermutet, dass ich ein sehr guter Dribbler war. Recht hast du, kann ich dir sagen. Ich glaube, der Tobias war das. Und fragt, was denn mein Lieblingstrick war. Ganz ehrlich, ganz kurze Story. Ich habe als 12-Jähriger auf einem Schulhof gespielt, natürlich Beton pur. Und da waren wir immer so 6 gegen 6, 7 gegen 7. Und ich war meistens immer der Jüngste. Heute bin ich der Älteste. So ändern sich die Zeiten. Aber da hatten wir einen Spieler, einen Kameraden, der hieß Dimi. Dimi, unser Grieche. Und Dimi hat es hingekriegt, ganz locker, ganz elegant mir einmal durch die Beine zu spielen. Und alle haben gelacht und so weiter. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ich wurde getunnelt. Aber das hat mir irgendwas gegeben. Hat mir einen Kick gegeben. Und ich mache es jetzt mal ganz kurz. Es wurde tatsächlich mein Lieblingstrick. Also ich habe das eingeübt. Ich wusste gar nicht, wie man das macht. Und wenn du auf der Straße Fußball spielst, da kommen genug Gelegenheiten. Also habe ich das durchgezogen. Und ja, letztendlich ist der Beinschuss mein Lieblingstrick. Natürlich, einige sagen auch immer Revelino, bestimmt macht der Novak den Revelino. Ja, den mache ich auch super, super gerne. Aber der Beinschuss, das war sozusagen meine Spezialität. Ich will es doch mal ganz kurz unterstreichen. Ich habe in der Meisterschaft habe ich es nicht hingekriegt. Da habe ich ja in der Westfalenliga gespielt gegen Borussia Dortmund, Schalke und bla bla bla. Aber in Freundschaftsspielen hatte der Trainer, das war der Rüdiger Rauer, der hatte zu mir gesagt, Matze, freies Spiel. Hey, das war eine Aufforderung zum Dribbeln. Und da habe ich folgendes Spielchen gemacht. Also im Freundschaftsspiel haben wir ja immer gegen ein, zwei Klassen tiefere Mannschaften gespielt. Da habe ich entweder 2 in 1 gespielt oder 1 in 2. Was heißt das? Entweder habe ich den Gegenspieler, meinen Gegenspieler, ich war ja rechts außen, zweimal hintereinander getunnelt, sowas gab es auch. Ja, einmal ausgedribbelt durch die Beine, dann noch ein bisschen gewartet, geguckt, dann kam er wieder, habe ich ihn nochmal getunnelt, das war 2 lang. Oder ich habe 1 in 2 gemacht, das heißt, ich habe einen Gegenspieler getunnelt und den nächsten gleich wieder getunnelt. Hey, das war ein geiles Gefühl. So viel zum Dribbling. Thank you.